Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von Ungarn Immo TV, zu unserer ersten Sendung überhaupt im neuen Jahr 2024. Schön, dass Sie auch heute dabei sind. Welchen Grund hat diese Sonderausgabe von Ungarn Immo TV? Und dieser Grund ist natürlich der gestrige Rücktritt der ungarischen Staatspräsidentin Katalin Novák. Was sind die Hintergründe und was werden die Folgen sein von diesem Rücktritt? Das möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten erzählen. Nun, die Geschichte an und für sich ist ganz einfach, man kann die Geschichte auch sehr schnell verstehen. Die ungarischen Staatspräsidenten haben das Recht in der Verfassung verankert, dass sie auch verurteilte Verbrecher begnadigen können. Das ist in den letzten Jahrzehnten immer wieder passiert, also an und für sich ist der Akt selbst nichts Besonderes. Aber diese Woche stellte er sich heraus, dass Frau Katalin Novák, die Staatspräsidentin, auch einen Mann begnadigt hat, der in eine pädophile Straftat verwickelt war, nämlich auf folgende Art und Weise. In der Ortschaft Bicske in der Nähe von Budapest gibt es ein Kinderheim. Und der Direktor dieses Kinderheimes hat beweislich pädophile Straftaten begangen. Er wurde auch verurteilt, 8,5 Jahre lang muss er in Haft bleiben. Dieser Mann, der im letzten Jahr im April begnadigt wurde, war eigentlich sein Stellvertreter. Er selbst hat keine pädophile Straftaten begangen, aber er wollte seinem Vorgesetzten helfen, indem er die Kinder dazu überreden wollte, dass sie eine schriftliche Erklärung abgeben, dass sie von dem Direktor niemals sexuell belästigt wurden. Das ist natürlich an und für sich auch eine schreckliche Straftat. Also jede Motivation, jede Tat, die pädophile Straftaten unterstützt, kann man überhaupt nicht tolerieren. Und als dies bekannt wurde, dass dieser Mann von der Staatspräsidentin auch begnadigt wurde, dann gab es natürlich landesweit eine Empörung. Übrigens, und das kann ich auch als ungarischer Bürger bestätigen, nicht nur unter den Wählern der Opposition, sondern auch unter den Leuten, die sonst mit Fidesz, also mit der jetzigen Regierungspartei, sympathisieren. Pädophile Straftaten haben in Ungarn eine Zero-Toleranz, also da kann man nichts machen. Und ich glaube, die meisten haben auch erwartet, dass die Staatspräsidentin zurücktreten wird. Das hat sie gestern auch getan. Sie hat eine Reise in Doha unterbrochen. Sie ist nach Ungarn geflogen und sie hat sofort abgedankt. Aber nicht nur sie, sondern auch die damalige Justizministerin, Frau Judith Vargo, die diese Begnadigungen gegenzeichnen musste. Aber sie hat dafür auch die politische Verantwortung übernommen. Gestern hat sie auf ihr Mandat im ungarischen Parlament verzichtet und sie wird auch nicht die Listenführerin von Fidesz bei den Europawahlen in diesem Jahr werden. Also man hat diese ganze Geschichte schnell beendet und ich glaube, insofern auch zur Zufriedenheit von allen Ungarn, die das erwartet haben. In den nächsten Wochen wird ein neuer Staatspräsident gewählt. Ich denke, vorgeschlagen wird er von der größten Fraktion im Parlament, also von Fidesz. Und eine Zweidrittelmehrheit kann dann bequem das neue Staatsoberhaupt von Ungarn wählen. Das wird also nicht allzu kompliziert sein. Und man muss auch sagen, dass dieser gestrige Rücktritt Ungarn nicht in dem Sinne erschüttert hat, dass es jetzt eine politische Instabilität geben würde, dass also politisch das Land jetzt irgendwie lädiert wäre. Das spielt überhaupt keine Rolle, würde ich sagen, in dem Alltag, weil das ungarische Staatsoberhaupt nicht viel zu sagen hat. Es ist ein repräsentatives Amt, genauso wie in Deutschland. Also viel wird sich nicht ändern. Wie sind aber die Reaktionen? Also die Regierungspartei und vor allem Ministerpräsident Viktor Orbán hat sofort reagiert, als dieser Fall bekannt geworden ist. Und zwar auf eine interessante Art und Weise. Staatspräsidentin Katalin Novák wurde ja von Viktor Orbán vorgeschlagen und sie war auch lange Jahre hindurch Staatssekretärin und Ministerin in der Orbán-Regierung, besser gesagt in mehreren Orbán-Regierungen. Als aber der Fall bekannt geworden ist, hat Ministerpräsident Viktor Orbán mit keinem einzigen Wort die Staatspräsidentin erwähnt. Er hat nur ein Video veröffentlicht. Er war ganz empört über diesen Fall und er hat gleich gesagt, dass wenn man sowas hört, dann hat jeder gesunde Mensch den ersten Gedanken, dass man die pädophilen Straftäter sofort in Stücke schneiden müsste. Das hat er wortwörtlich so gesagt in diesem Video. Und er hat auch sofort angekündigt, dass die ungarische Verfassung wieder modifiziert wird
und es wird in der Verfassung festgehalten, dass die jeweiligen Staatspräsidenten nicht das Recht haben werden, pädophile Straftäter zu begnadigen. Also dem muss ein Ende gesetzt werden, hat Viktor Orbán gesagt. Und er hat sich überhaupt keine Mühe gemacht, die Staatspräsidentin zu verteidigen. Also praktisch die ehemalige Ministerin, die ehemalige Staatssekretärin, die auf Vorschlag von Viktor Orbán Staatspräsidentin geworden ist. Das ist schon ganz merkwürdig, aber es war auch keine eindeutige politische Reaktion, die dann die meisten Ungarn auch so zur Kenntnis genommen haben. Und es könnte auch so sein, dass damit, mit dieser politischen Reaktion, was die Verfassungsänderung betrifft und mit der Abdankung, die Sache praktisch auch wieder den Nullpunkt erreicht hat. Jetzt wird man sich dran machen müssen, einen neuen Staatspräsidenten oder eine neue Staatspräsidentin zu finden. Aber es gibt natürlich auch Gerüchte, warum dieser Fall gerade jetzt aktuell geworden ist, warum man fast ein ganzes Jahr lang nichts davon erfahren hat. Es gibt natürlich die eine Gruppe in Ungarn, die sagen, dass praktisch die amerikanische Botschaft im Hintergrund steht. Die haben dort diese Leute diese Nachricht veröffentlicht, um Fidesz und der ungarischen Regierung Schwierigkeiten zu machen, weil im Juni werden ja die Europawahlen und auch die Kommunalwahlen in Ungarn stattfinden. Und man wollte natürlich einfach nur Schwierigkeiten machen, dass Fidesz es schwerer hat in dieser Vorbereitungsphase in der Kampagne selbst. Andere sagen wiederum, dass die ganze Geschichte vielleicht von Fidesz selbst ausgegangen ist, weil es ganz auffällig ist, dass selbst Fidesz nahe Vlogger und Blogger sofort gefordert haben, dass die Staatspräsidentin abdanken soll und kein einziger Fidesz-Politiker hat die Staatspräsidentin irgendwie verteidigt oder sich für sie eingesetzt. Und man sagt auch, dass es deshalb so ist, weil die Staatspräsidentin in den letzten Zeiten in Bezug auf die Ukraine solche Behauptungen gemacht hat, die der ungarischen Regierung überhaupt nicht gefallen haben. In Kiew hat sie ja öffentlich gesagt, dass Russland diesen Krieg nie gewinnen darf. Und solche Sätze sind praktisch seit dem Beginn des Ukraine-Krieges in Ungarn in politischen Kreisen auf der rechten Seite, also in den Regierungskreisen, ein Tabu. Man möchte für keine Seite Partei nehmen und man sagt auch nicht, wer diesen Krieg gewinnen soll und wer nicht gewinnen soll. Gefordert wird immer nur der sofortige Waffenstillstand und der sofortige Frieden. Also man weiß nicht genau, was passiert ist, man munkelt viel. Aber wie ich das heute schon gesehen habe am Vormittag, das Thema ist immer noch auf der ersten Seite der Zeitungen und es ist vielleicht das wichtigste Gesprächsthema, aber das Interesse an der ganzen Geschichte scheint selbst nach einem Tag schon wieder etwas kleiner zu sein als gestern Abend. Es gibt ja auch viele andere Themen, die die Leute interessieren und mir persönlich und auch den anderen Ungarn, glaube ich, ist es absolut egal, wer das Staatsoberhaupt ist. Die Musik wird ja sowieso in der Regierung gespielt und das bleibt auch weiter so. Was ich so gehört und gelesen habe, aber es gibt noch keine eindeutigen Ergebnisse. Die ganze Affäre hat an der politischen Popularität von Fidesz und der Regierung überhaupt nicht gerüttelt. Also da ist nicht viel passiert und ich glaube, es wird auch dabei bleiben in den nächsten Monaten. So sieht also diese ganze Geschichte aus. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, warum die Staatspräsidentin diesen Mann überhaupt begnadigt hat. Angeblich ist es so, dass dieser Mann aus Siebenbürgen stammt, also ist ein Ungar aus Siebenbürgen. Das heißt so viel, dass er genauso ein Ungar ist wie wir alle hier in diesem Lande. Aber seine Mutter lebt immer noch in Siebenbürgen und Staatspräsidentin Katalin Novák soll aus diesen sozialen Überlegungen heraus diesen Mann begnadigt haben, damit er seine Mutter in Siebenbürgen pflegen kann und da er nicht direkt in diese pädophile Straftat verwickelt war, hat sie möglicherweise auch gedacht, dass eine Begnadigung dann keine großen Wellen auslösen würde und dass es vielleicht eine gute Idee ist. Und es war keine gute Idee, das sage ich auch und das sagen alle, die ich so kenne, sowas kann man nicht machen. Natürlich hat diese ganze Affäre auch eine andere Seite. Die Regierungspolitiker können jetzt ja berechtigt sagen, dass sie sofort aufgeräumt haben in den eigenen Reihen
und sogar den Rücktritt der Staatspräsidentin gefordert haben, die sie selbst vorgeschlagen und gewählt haben. Die Opposition mache aber, so jetzt die Regierungsmitglieder und auch Ministerpräsident Viktor Orban, aber vor allem der Fraktionsvorsitzende Máté Kocsis, die tun gar nichts, die begehen Straftaten, Steuerhinterziehungen. Sie haben bei den Wahlen Milliarden von Forint aus dem Ausland erhalten und lügen einfach darüber. Also dass auf der linken Seite, auf der linksliberalen Seite, gäbe es dann keine Konsequenzen und keine Folgen vom Lügen und von den, ja man kann sagen, Straftaten. Also ich glaube, die Regierungsseite ist auch jetzt bestrebt, die eigene moralische Überlegenheit zu betonen. Und viele Ungarn werden das auch so konstatieren, weil wir ja wissen, was in diesem Land so alles passiert ist, wer was gesagt hat und wer wie reagiert hat. Das ist also im Hintergrund, deshalb ist die Staatspräsidentin zurückgetreten. Es gibt sonst keine Sexualstraftaten, die etwas mit ihr sehr zu tun haben würden, wie das viele westlichen Presseerzeugnisse suggerieren. Der Hintergrund ist ein ganz anderer. Und wenn Sie in Ungarn leben und wenn Sie sich für Ungarn interessieren, dann ist das natürlich gut zu wissen, was tatsächlich passiert ist und was die Ungarn darüber meinen. Für mich ist es am wichtigsten, dass die ganze ungarische Gesellschaft geschlossen gesagt hat, nein, pädophile Straftäter dürfen keine Begnadigung erhalten, sie haben ihre Strafe abzusitzen und die, naja, ich sage gar nichts mehr dazu, sie wissen sowieso, was ich sagen wollte, aber was ich lieber nicht sage. Also die Ablehnung ist hundertprozentig und das ist für mich und für alle anderen Ungarn auch sehr beruhigend. Wir werden jetzt sehen, wer unser nächster Staatsoberhaupt sein wird. Ich hoffe, dass er oder sie dann besser auf solche Sachen achten wird als Frau Kotolin Novák, die übrigens eine sehr sympathische Frau ist. Und ich glaube, dass es eher ein Fehler von ihr war, den sie damals gar nicht verstanden hat, worum es geht. Aber natürlich auf der anderen Seite, wenn sie das nicht verstanden hat, dann ist das auch ein großes Problem für ein Staatsoberhaupt. Viel mehr kann man darüber nicht sagen. Wenn mir jetzt nicht alles eingefallen ist, Sie können mir ruhig Fragen stellen in den Kommentaren. Ich werde die beantworten. An dieser Stelle darf ich Sie auch noch auf unseren anderen zwei Kanäle aufmerksam machen. Wir haben ja einen Kanal, wo wir Immobilien zeigen. Balaton Immobilien Ungarn heißt dieser Kanal. Und auf unserem Kanal geben wir Ihnen gute Ratschläge, wohin man in Ungarn schöne Ausflüge machen kann oder was in Ungarn oder an Ungarn überhaupt interessant ist. Also das sind auch zwei interessante Kanäle. Und hier an dieser Stelle kann ich Ihnen sagen, dass die nächste Folge von Ungarn Immo TV, so wie sie ausschauen soll, noch im Februar sich melden wird, entweder nächste Woche oder übernächste Woche. Also wir werden mit den Ungarn Immo TV Sendungen jetzt wohl wieder richtig loslegen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und ich hoffe, dass Sie uns auch in den nächsten Wochen auf allen drei Kanälen die Treue halten werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und dann einen guten Start in die neue Woche. Ich melde mich bald wieder. Von mir tschüss, also bis zum nächsten Mal.